Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier zur Ausgabe Nummer 500. Jetzt müsste ich hier einen kleinen Tusch, hier habe ich hier einen Tusch. Nee, natürlich nicht, nur einen Applaus. Ja. Na gut, die jubeln alle. Ja. Ja, Glückwunsch, Erik. Hört gar nicht mehr auf. Ich? Ja, natürlich. Glückwunsch. Ich glaub, du warst als einziger von uns bei der ersten Folge dabei. Glückwunsch, hört gar nicht mehr auf, merkst du es? Glückwunsch dem Internet und den Hörern, dass sie das so lange ertragen haben, mitgemacht haben. Ach, was ist denn das hier? Tusch, Rakete, was ist denn das? Was kommt jetzt? Nix. Gar nichts. Warum nicht? Ich finde es großartig, wie du auf die Jubiläumsfolge vorbereitet bist. Also. Tja, kannst mal sehen. Wie immer. Andere machen da ja ein riesen Brimborium da. Bei uns ist das alles Normalität hier. Wir ziehen weiter durch. Bei der Tausendsten machen wir dann was. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit dem, sollte die Tuschrakete noch irgendwann kommen, nicht erschrecken. Jetzt fangen wir erstmal an mit den gesehenen Filmen. Wir waren ja ich war in der Sneak Preview. Die anderen waren leider verhindert und dann haben wir ja so noch ein paar Sachen geschaut und mal gucken, was uns heute noch so einfällt zur 500. Folge. Ich war im Kino in der Sneak Preview. Der Chris teilweise, der hat noch die Moderation gemacht und musste uns dann leider verlassen. Ich habe schon mit dem Schlimmsten gerechnet, dass er sagt, oh, ich habe vielleicht doch eine Idee, was kommt und gehe da mal lieber nicht. Das würde ich nie machen. Nein, aber. Also ich bleibe immer bis zum Ende. Ja, und es kam der Film Luna. Der internationale Titel von dem Film ist Luna's Revenge. Und das deutet schon ein bisschen an, in welche Richtung das geht. Die Hauptdarstellerin ist eine junge Dame, die wir aus der aktuellen Netflix-Serie Dark kennen. Die heißt Lisa Vicari und die spielt die Luna. Und Luna ist so ein, ja, weiß nicht, wie alt die ist im Film, ja, so schon ein Teenager und lebt mit ihrer Familie zusammen, mit ihrem Vater, ihrer Mutter und ihrer Schwester. Ah, hier steht, die ist 17. Ah, okay. Und die leben da zusammen und ja, sie geht da auf eine Party mitten in der Nacht und ihre Eltern sagen noch, ja, denk dran, ne, wir wollen morgen ganz früh los, wir fahren da ja in Urlaub und du weißt, der Papa, der will morgen ganz zeitig losfahren und ja, sie geht aber trotzdem noch Party und es geht bis mitten in die Nacht und dann fahren sie ganz, ganz zeitig früh los, kommen da an in irgendeine Hütte, ich nehme an, irgendwo im Allgäu oder so oder im Alpenvorland, so mitten im Nirgendwo und plötzlich, als sie gerade mit so einem Boot auf so einen See rausfährt, kommen irgendwelche bösen Leute und fangen an, alle Leute zu erschießen. Ihre ganze Familie und auch ihre Schwester, die sie sehr lieb hat und so. Das hatten wir in so ein paar Szenen gesehen. Und sie kann gerade noch so flüchten und ja, ist dann halt auf der Flucht. Und was machst du denn da als 17-jähriges Mädchen? Wo versuchst du da unterzukommen? Und das ist halt alles nicht so einfach. Sie ist erstmal mitten im Wald. Sie geht dann auf eine Polizeidienststelle, findet sie in irgendeinem kleinen Ort. Aber da ist auch nicht alles eitel Sonnenschein, weil die scheint da irgendwie mit drin zu hängen und sie muss erstmal rausfinden, wer ist das überhaupt gewesen, der ihre Familie in den Kragen wollte, um halt zu wissen, wie sie sich da eventuell schützen kann vor denen. Und sie bekommt dann auch noch so ein bisschen Hilfe von jemandem, der ihren Vater auch kannte. Und dann geht es eigentlich darum, wie der internationale Titel das auch sagt, nämlich Luna's Revenge. Das heißt, sie bereitet sich dann ja auf die Rache vor, um das eben auseinanderzunehmen. Der BND hat dann auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und das Ganze ist gedreht worden von Khaled Kaysar. Das ist ein aus Afghanistan, ein afghanischer, jetzt mir Wort nicht eingefallen, ein afghanischer Regisseur, der ist 72 geboren, ist 86 nach Deutschland emigriert aus Afghanistan. Und wenn man das ein bisschen zeitlich einordnen kann, ich weiß nicht, ob der russische Feldzug in Afghanistan, der war damals noch, glaube ich, voll im Gange, ne? 86, oder? Also das, ja, muss, ich glaube, so ungefähr war das. Also das heißt, die afghanische Bevölkerung, sieht man ja auch im Film Rambo 3 zum Beispiel, wo Rambo an der Seite der guten Mujahedin, der guten Al-Qaida gegen die bösen Russen kämpft, ja, zum Beispiel. Und ja, in dieser Zeit
ist der Regisseur halt hier rüber, hat eine kleine Produktionsfirma aufgebaut, hat schon etliche Kurzfilme und Dokumentarfilme, was man zum Beispiel mal gehört hat, so Bergblut oder König von Deutschland, war auch relativ bekannt, oder auch Stereo, der könnte dem einen oder anderen was sagen, der lief, glaube ich, auch mal in der Sneak, ist, wenn ich mich recht erinnere, sehr gut angekommen auch in der Sneak und den hat er produziert und das ist jetzt sein erster eigener Film als Regisseur. Und die Hörer, die vorhergehenden 499 Folgen dabei waren, die wissen, dass ich solchen Erstlingswerken doch immer eher positiver zugeneigt bin und da über Schwächen hinwegsehen kann. Denn Schwächen hatte dieser Film doch die eine oder andere. Also wir können es auch bei uns in der Facebook-Gruppe, haben es einige rausgearbeitet. Der Film ist sehr russenfeindlich. Ja, was man auch, wenn man jetzt ein bisschen die Geschichte des Regisseurs kennt, durchaus nachvollziehen kann. Also sie werden jetzt nicht gerade toll dargestellt und auch diese ganze Agententätigkeit, die die Russen in Deutschland immer noch haben, wird sehr hoch gespielt und ja, also das war ja so ein Hauptkritikpunkt auch in unserer Facebook-Gruppe. Das sehe ich ähnlich, kann ich aber durch die Geschichte, ich meine, wenn ein israelischer Regisseur vielleicht, wenn dem seine Eltern damals irgendwo in einem KZ umgekommen sind, hat er vielleicht auch nicht die beste Meinung von den Deutschen und wird vielleicht Filme drehen, die auch nicht gerade besonders wohlwollend sind. Und genauso ist es hier halt, ne, mit der Geschichte. Ja, mir hat der Film ziemlich gut gefallen. Der war zum einen sehr untypisch. Also ich habe sowas in Deutschland jetzt noch nicht so gesehen, so einen richtigen Rache-Thriller. Also Rache mit Agentensachen und das Ganze spielt in und um München herum dann auch. Da ist sehr viel on-location gedreht, das sieht man, also ich habe da eigentlich kaum irgendwie mal ein Studio erkannt, es sei denn, es war mal irgendwie Wohnung, also auch sehr viel draußen und das ist halt schon noch ein bisschen Aufwand, wurde aber anscheinend doch mit relativ kleinem Budget gedreht und sehr ambitioniert, also die Darsteller fand ich sehr gut, vor allem eben die Luna gespielt hat und für mich war das eine tolle Unterhaltung. Also bis auf einige Schwächen, die der Film durchaus hat, aber die verzeihe ich dem, weil es halt wirklich so ein Erstlingswerk ist. Deswegen kriegt der Film von mir 7 von 10 Punkten. Da bin ich auch nicht ganz alleine, wenn ich so die Facebook-Gruppe sehe, da teile ich mir das mit 6 anderen. Wir haben aber das ist so, ein paar haben 9, ein paar haben 8, dann geht es aber auch weiter mit 2 und 3 Punkten und die Kommentare sind auch eher so. Also anscheinend haben diejenigen kommentiert, die so schlechtere Wertungen gegeben haben. Ja. Ja. Da wurde das halt auseinandergenommen. Ich fand aber für die Sneak absolut gelungen, weil das mag ich ja in der Sneak, so Filme zu entdecken und auch irgendwie Regisseure zu entdecken. Und ich hätte wahrscheinlich noch nie irgendwas von dem Khaled Khaisar irgendwie gehört gehabt vorher, wenn der Film jetzt nicht in der Sneak gekommen wäre. Ich fand's gut. Also finde Sneak absolut toll. Actionreich, bisschen brutal auch. Und ja, wer sich da ein bisschen auskennt in und um München, kann da einiges entdecken dort. Und ja. Vielleicht könnt ihr den ja nachholen, wenn der dann mal auf Sky oder so läuft. Ich glaube, da kann man den auch ganz gut gucken. Oder im Heimkino. Ja. 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 Klingt jetzt nicht so klingt begeistert. Es klingt nicht schlecht. Ja. Klingt nicht schlecht. Naja, gut. Die Sneak-Tipps für morgen, wie sehen die denn aus? Na, vielleicht erstmal der Tipp für die nächste Sneak, für die Sneak Nummer 932. Ja. Der lautet nämlich der Tipp: On Fire. On Fire. The Roof. On Fire. The Roof. The Roof. The Roof. We One, don't two, need three, no fire. Water. We don't need no water. Ja, oder das? Ja. On Fire ist der Tipp. Und jetzt Firefly von euch. Oh. Kate. Also abgesehen vom Erik seinen 2 Tipps wurden noch weitere Filme getippt. Und zwar Downsizing. Da weiß ich, da geht es jetzt um eine Miniaturwelt, wo sich die Leute für viel Geld einkaufen können, um eben die Bevölkerung auf kleinste Möglichkeit zu halten, um eben noch mehr Menschen auf der Erde zu bevölkern. Dann wurde noch getippt Shape of Water. Der hat dafür zum Golden Globe gewonnen.
Dann wurde noch getippt Hot Dog und Die dunkelste Stunde. Und dann hast du noch getippt, Erik. Ich suche gerade, ach, hier oben, hier steht Shape of Water. Das hat der Thomas J. hat das alles in eine, ich habe gerade gesucht, wo das steht. Ja, Shape of Water, das wäre natürlich auch cool da. Jetzt, nachdem der das gewonnen hat, würde mich auch interessieren. Die Oscar-Nominierungen sind ja leider erst so in ein, zwei Wochen, bevor ich hier so mein Kino-Fahrplan für die nächsten Wochen gestalten kann. Ich habe getippt Criminal Squad. Da ist irgendwas mit On Fire, kommt da im Trailer irgendwie. Und dann natürlich 50 Shades of Grey, Befreite Lust, ist ja auch irgendwie feurig. Da ist ja Feuer drin. Irgendjemand hatte, glaube ich, noch im Kommentar oder irgendwo geschrieben, dass wohl dieser Three Billboards Outside Missouri, dass der wohl auch auf unseren Tipp passen würde. Lese ich aber jetzt hier nicht bei den Tipps, aber du kannst ihn ja noch hinzufügen. Vielleicht schreibe ich das mal mit rein. Das wäre natürlich cool, weil wenn der hat ja auch ganz gut abgesahnt bei den Globes. Jo. Das, wenn ich es nicht vergesse, schreibe ich es nur mit rein. Okay, dann gehen wir mal zu den gesehenen Filmen im Heimkino. Heimkino. Hey, ihr habt was geguckt. Alle beide. Bad Moms. Ja. Was? Und, wie war's? Also tatsächlich besser, als ich dachte. Bei Bad Moms geht es hauptsächlich erstmal um die Mila Kunis. Ich habe mir die Filmnamen nicht gemerkt. Die ist Mutter von zwei Kindern. Ihr Mann ist ein ziemlicher Idiot und sie arbeitet viel zu viel, obwohl sie nur Teilzeit arbeitet und versucht quasi eine Supermama zu sein. Ne? Also Frühstück machen, Hausaufgaben helfen, alles hinfahren, dorthin fahren, das machen, arbeiten, zack, 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 während ihr Mann eigentlich nicht wirklich viel hilft. Und eines Tages gibt es einen Vorfall und dann sagt sie, ich habe genug davon, ich habe echt keinen Bock mehr, Kinder, macht euer Frühstück selber, so, ich nehme jetzt den Tag frei, keine Lust mehr. Und geht in eine Bar und trifft dort auf, oh Gott, wie heißt sie denn? Hahn mit Nachnamen. Auf eine andere Mama, die dieses Bad Mom-Sein schon ziemlich auslebt und die so auch ein bisschen schlechten Ruf hat. Und die freuen sich so ein bisschen an. Und dann kommt noch eine dritte Mom dazu, die ist Mutter von vier Kindern und ihr Mann ist auch nicht wirklich hilfreich. Der sagt ihr immer, was sie zu tun hat und sie ist halt voll das Hausmütterchen und ist die ganze Zeit eigentlich nur zu Hause und hat keine Freundinnen und so. Und die drei quasi rücken sich so zusammen und ja, bilden die Bad Moms und machen einfach mal einen drauf. So, darum geht's. Geht dann auch im Hintergrund noch darum, dass eine andere Mama, denen ein bisschen das Leben schwer macht an der Schule und ein bisschen persönlich auch wird und dann tun die drei sich zusammen und quasi versuchen die dann zu stürzen und ist eigentlich ganz lustig. Ich fand den ziemlich witzig. Ich mag die Hauptdarsteller Mila Kunis, ja, ist halt Mila Kunis, Kirsten Bell und Catherine Hahn heißt sie. Was machen die jetzt in dem Film? Fahren die irgendwo hin gemeinsam oder was ist da die Story? Nee, das findet alles zu Hause statt. Ach so. Also die sind einfach nur drei Mütter, die sich kennenlernen. Die beschließen einfach nicht mehr Mütter zu sein. Ja, die haben einfach keinen Bock mehr. Sie wollen nicht mehr von morgens bis abends. Ach so, dann müssen sich die Männer jetzt in Zukunft dann kümmern, oder? Ja, die Männer müssen einfach mal mehr machen und die Kids müssen auch mal mehr machen. Und ist eher ein Horrorfilm, oder? Nein, es geht mehr wirklich darum, dass die Kids viel zu verhätschelt werden heutzutage. Und dass man alles für die Kinder macht und die eigentlich völlig unselbstständig sind und dass man da mehr oder weniger die Kurve kriegt. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil das ist so ein bisschen erstaunlicher Tiefgang in dem Film, der eigentlich nicht damit zu rechnen wäre. Und es steckt dann schon ein bisschen was dahinter. Und ja, auch klar wird es überspitzt dargestellt in großen Teilen, aber wenn man das so sieht, ich meine, ich hocke da quasi an der Quelle, ich kriege da schon einiges auch mit. Helikoptereltern. Ja, meine Lieblingseltern. Es ist eine
schöne Darstellung, was passiert, wenn man einfach mal quasi nicht seinen normalen Job macht als Elternteil und auch was alles schiefgehen kann in einem eigentlich so idyllischen Vorstadtleben. Und das finde ich eigentlich ganz nett dargestellt. Und das Mila Kunis, muss ich nichts zu sagen. Chris steht auf Mila Kunis. Was ich halt auch cool fand, ist, also bei den Amis ist es ja alles immer so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Die Eltern werden da ja grundsätzlich auch immer so ein bisschen mehr in das Schulalltag eingebunden, mit irgendwelchen Kuchenverkäufen und was weiß ich alles. Na, hast du eine Ahnung, dass das nur in Amerika so ist? Also du warst nicht mal in der Grundschule irgendwie, weißt du, was da los ist hier? Da musst du ständig irgendwie Kuchen backen, irgendwo abgeben. Weil ja, aber musst du auch Reise Kuchen backen oder Muffins backen ohne Zucker, ohne Weizenmehl, ohne Geschmacksverstärker, ja, ohne Milch, ohne glutenfrei und bla bla bla. Das haben sie nämlich alles aufgelistet und haben dann auch noch die Muffin, wie heißt es? Polizei und sowas. Süßigkeiten Polizei ja, erschaffen. Das gibt's im Kindergarten, wenn ich meinem Kleinen was mitgebe irgendwo, wo ich habe letztens die Brotbüchsen vertauscht. Da hat quasi mein Kleiner die Brotbüchse von meiner Tochter mitbekommen und die hatte ein Nutella-Brötchen. Na, da war was los. Das kannst du dir dann als Erwachsener anhören, wenn du dann reinkommst und abholst, ne? Und was das Thema angeht hier mit Essenspolizei, ne? Das ist ja nicht alles hier mit Essensthemen hier, Gluten und Laktose. Da hast du ja noch die Themen, wenn zum Beispiel gegrillt werden soll. Ja, ich meine, ich bin Thüringer, weißt du, ich bringe da meinen Grill mit, hau das Zeug da drauf. Ja, dann darf da auf diesen Grill aber jetzt nicht das andere von denen, die kein Schweinefleisch essen, drauf auf denselben Grill. Ja, dann muss eben noch ein zweiter Grill hin und dann vielleicht noch ein dritter Grill, wo dann, weil die Vegetarier, die wollen ja nichts, wo überhaupt irgendwie Fleisch drauf war. Weißt du, da hast du dann drei Grills stehen und so. Ja, hast du eine Ahnung, dass es nur in Amerika so ist? Also täusche ich da mal nicht. Ich lasse mich da gerne belehren. Aber Erik, hast du Bad Moms gesehen, Erik? Nee, noch nicht. Dann würde ich mich davor. Okay. Nein, also dann würde ich ihn dir jetzt wirklich empfehlen. Die Frage, ob ich mir das antun kann, wirklich. Es klingt wie ein Ausschnitt aus deinem Leben so ein bisschen. Naja, das muss ich mir ja nicht angucken, oder? Dann gucke ich mir lieber Nur, dass du nicht Mila Kunis bist. Also wenn. Dann gucke ich mir lieber. Es gibt schon Szenen, wo ich mir gedacht habe, so, na, das hätte jetzt nicht sein müssen. Du meinst jetzt die Penisszene, richtig? Ja, die Penisszene. Er hat Penis gesagt. Ja, das ist ganz schlimm. Du hast das doch das muss nicht sein, Rating, oder? Pickle Rick. Aber alles in allem, ich fand den eigentlich echt charmant, den Film. Ich hätte es nicht gedacht. Gehst du jetzt noch in Teil 2 rein? Der läuft auch noch in manchen Kinos. Also rein gehe ich nicht. Ich gucke ihn mir dann im Heimkino an. Okay. Ja. Nee, also ich muss auch sagen, ich fand ihn gut. Ich fand ihn ganz gut. Und Thema ist halt echt, egal was diese Kids und diese Scheißerchen den ganzen Tag fabrizieren, am Ende vom Tag hast du sie lieb. Und das ist quasi auch die Message vom Film. Deine Kinder können jeden Scheiß machen. Die können dich anschreien, die können Türen knallen, die können dich anmotzen, dass du das falsche Essen eingepackt hast oder was weiß ich. Am Ende vom Tag hast du sie lieb und wirst alles für sie tun. Und das ist auch so ein bisschen die Hauptaussage von diesem Film. Hm. Und das finde ich schön. Finde ich toll. Heile Weltbotschaft hier. Auch nicht schlecht. Nicht unbedingt. Ne? Also Heile Welt hier wird in dem Film jetzt nicht produziert, weil da geht es auch darum, dass Eltern Fehler machen. Und was? Dass Eltern nicht perfekt sind. Niemals. Und dass Eltern auch mal einen scheiß Tag haben, aber es nicht haben dürfen für ihre Kinder. So, ne? Ja. Also ich finde, das ist schon ganz gut transportiert. Ich werde ihn mal sichten, der läuft doch irgendwo auf Sky, oder? Kann man den? Ja. Wobei, wir haben ihn schon ein bisschen her, als wir ihn aufgenommen hat. Achso, dann ich guck mal. Werden wir den mal zusammen angucken hier zu Hause? Für beiden Elternteile und dann mal gucken, wie der ja aufgenommen wird. Oh, ich ahne Schlimmes. Nee, also das ist jetzt nicht so ein typischer Mädelsabend saufen, trinken, scheiße benehmen Film, wie wir vor kurzem da hatten mit diesem Mädels-Trip-Dings da bums da mit der Queen Latifah. Der ist nicht so sinnlos. Das ist wirklich, der ist schön. Auf dem Filmposter. So sinnbefreit, Entschuldigung. Auf dem Filmposter sehe ich die drei Damen mit einem Getränk in der Hand, die mir zuprosten. Ja, die lernen sich halt. Können wir einfach einen Knopf drunter machen? Ich meine. Ah. Okay, also nochmal, klare Filmempfehlung für den Erik. Punkt. Ich gucke mal an. Ich gucke mir mal an. Was gibt ihr so für Wertungen? Was gibt es da bei euch so? 7 von 10. Ja, wäre ich auch dabei. 7. Okay, ich trage das mal ein.
Ich habe noch einen Film geschaut gehabt, der demnächst fürs Heimkino dann erscheint, nämlich am 8. März. Schon mal eine Vorab-Blu-ray bekommen zum Checken. Und zwar Jigsaw. Dürfte ja. Oh Gott. Was ist denn? Du hast Jigsaw gesehen. Das ist so Gott. Oh mein Gott. Ja, wieso? Magst du die Reihe so nicht? Oder? Ich doch. Ich habe alle Filme hier. Oh. Außer den letzten, neuesten, der jetzt erst kommt. Warum nicht? Der hat dir nicht gefallen, oder? Nee, ich habe ihn einfach noch nicht da. Ach so. Okay. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Da kannst du ja auch mal gucken. Hier, wir haben das ja jetzt bekommen. Also, Jigsaw. Ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, die vorhergehenden Teile nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, bei welchen ich dann aufgehört habe. Ich glaube 3, wenn ich mich recht erinnere. Oder 4, keine Ahnung. Ist ja auch von der Story her immer so, dass man schon gar nicht mehr weiß, was in welchem Teil war. Geht mir zumindest so. Du als Expertin kannst mir dann gern nochmal weiterhelfen. Auf jeden Fall ist es hier so, in diesem Film muss wohl vorher wieder mal der Jigsaw, der Typ da gestorben sein. Weil die sagen immer, der ist tot. Und ja, wie das halt so in solchen Filmen ist, man braucht da so eine Wendung. Der ist dann doch wieder da. Hey, das war schon bei Jason damals immer so und bei, ja, was weiß ich, bei Michael Myers. Also der ist dann doch noch da durch eine ganz verrückte Wendung, die es da so gibt. Ja, das ist aber jetzt kein Spoiler. Also kann man sich ja. Jedenfalls beginnt es natürlich wieder mit irgendwelchen Spielchen hier. Da wird wieder so eine Gruppe irgendwo rein. Das ist ja eigentlich immer das, ja, das, in Anführungszeichen, das Nette bei Saw, dass man so ein bisschen rätseln kann. Wie geht das jetzt und wie kommen wir da raus? Aber irgendwie ist das alles so ausgelutscht, weil es ist ja immer wieder das Gleiche. Irgendjemand soll seine Sünden gestehen und dann eventuell freikommen oder auch nicht. Oder jemand anders anzinken und dann stirbt der oder auch nicht. Oder er selbst. Oder jedenfalls ist es immer das Gleiche bei diesen Spielchen. Und ja, das Einzige, also ja, es war schon ziemlich gut gemacht, gut gedreht und so. Hat sich auch von dem ersten Teil, den ich ja wirklich noch großartig fand, jetzt meilenweit entfernt. Das ist jetzt eigentlich eher so ein, ja, ich würde es mal sagen, ein B-Movie, Horror, Schocker. Früher hätte man gesagt, so ja, unteres Regal in der Videothek, wo halt so die etwas preisgünstiger produzierten Sachen stehen, die halt trotzdem aber ziemlich blutig sind. Und wir erfahren halt hier, da ist halt so eine Polizeiermittlung, da tauchen halt in der Stadt überall Leichen auf und die ermitteln halt, wo das herkommt, weil die sind teilweise so irgendwie so durch den Kopf halb abgetrennt, so über dem Kiefer und solche Geschichten. Und die haben aber irgendwie dieses Zeichen von dem Jigsaw-Killer und dann nehmen die erst an oder dann denken oder überlegen die halt, wer kann das sein? Ist es jetzt irgendwie Nachahmungstäter oder so, weil der andere ist ja schon tot und so. Und ja, also für Fans der Reihe mag das ja vielleicht noch irgendwie ganz gut sein und so. Ich bin jetzt nicht direkt ein Fan der Reihe, würde ich mich jetzt nicht so bezeichnen. Ich fand die ersten Teile durchaus gut und ganz cool gemacht, aber irgendwie ist doch alles immer das Gleiche. Ich habe jetzt so viele Filme zwischendrin nicht gesehen. Da gab es ja irgendwie noch Vollendungen und wie das alles hieß. Aber es ist immer noch irgendwie das Gleiche. Bringt nichts Neues mehr rein und einfach dieses Gerätsel, einfach du wartest einfach nur, wie geht es dann am Schluss aus, wie ist es dann passiert und wer steckt wirklich dahinter, und das ist eigentlich der einzige Clou immer. Und da musst du dich halt in der Zwischenzeit durchkämpfen durch lausige Dialoge, schlecht gespielte Szenen und doch ganz nett choreografierte Sequenzen, ja, aber sonst taugt da nicht viel. Also ich glaube, ich gebe da 5 von 10. Oh. Willst du ihn jetzt noch sehen? Eigentlich schon. Ja, na, ich gucken ja die kann man ja. Ist ja halt, ja, vielleicht schwenkt das Pendel bei dir dann eher in die obere Richtung aus, weil bei mir ist es eher so Durchschnitt. Weil ja, das Problem war, an den ersten kommt kein anderer Saw mehr ran. Also der erste war einfach der Wahnsinn. Mhm. Und der zweite ist schon noch gut, aber der hat halt auch nochmal eine nette Wendung am Ende. Aber dann ist die Luft raus, weil du weißt, wer ist, du weißt, wer zu wem gehört. Und ja, also es ist schwierig. Saw ist ein ganz, ganz schwieriger Film oder eine schwierige Filmreihe, finde ich. Es ist auch bei dem Teil so gewesen, ja.
da sind halt Leute aufgetaucht und da hast du richtig gemerkt, da hat denen der Regisseur so ein bisschen Platz eingeräumt bei ihrem neuen Auftritt, wo du gemerkt hast, ah, okay, den muss man anscheinend kennen oder so. Weißt du, wie ich meine? Also das war richtig so Platz, damit das Publikum im Saal erstmal ah machen konnte, bevor es weiterging. Und das waren so bei 2 oder 3 Personen so, ich kannte die jetzt alle nicht mehr, also ich weiß nicht, die vielleicht hätte mir das geholfen, wenn ich irgendwie alle vorher gesehen hätte. Aber der Film muss einfach auch so funktionieren und ja, das war dann alles so ein bisschen Hanebüchen dann. Nee. Also 5 von 10 ist ja okay. Horrorfilmchen und so. So, wer von euch will weitermachen? Habt ihr hier? Ich mach weiter, weil wir haben noch einen schönen anderen Film gesehen, wie ich fand, einen ganz coolen Film. Und zwar die irre Heldentour des Billy Lynn. Hm. Hast du davon schon mal gehört, Erik? Ich habe den schon vorgestellt hier im Kinocast, glaube ich, vor 2 Ausgaben oder so. 2 Ausgaben, genau. Dann hast du ihn also schon auch gesehen und wurde also auch schon besprochen. Das heißt, wir können es ganz, ganz kurz machen. Wir haben ihn jetzt auch gesehen. Vielleicht fasst du nochmal in Kürze zusammen, worum es geht für die Hörer, die jetzt auch eine tief andere Folge nicht kennen. Also Irakkrieg, schlimmes Gefecht, 19-jähriger Soldat Billy Lynn und seine Kameraden werden als Helden gefeiert, weil da gibt es so eine Videoaufnahme, wie man heroisch jemanden rettet, weil keiner wird zurückgelassen. Und die werden auf eine Siegestour oder eine Feiertour durch die USA geschickt und immer mehr kommt die Wahrheit, was wirklich passiert ist und wie es einem damit geht und den Soldaten damit ging, kommt immer mehr ans Licht und wie es ihnen aktuell geht und auch die Vermarktungsrechte, die für einen Film draufgehen sollen, all das kommt immer mehr raus und was da dahinter steckt und wie viel Geld da auch wieder im Umfluss ist und auch ja dieses ganze Problem in den USA quasi mit diesen, wow, unsere Soldaten sind die Besten und 2 Wochen später, hey, aber die Soldaten von uns sind auch ganz gut und so weiter und so fort. Und dass es da eigentlich, wie es den Menschen dahinter geht, das sieht man manchmal nicht. Und das ist da ziemlich gut dargestellt, wie ich finde. Und ja, wie gesagt, ich will gar nicht viel Großes zu sagen, außer mir haben ein paar von den Schnitten in dem Film sehr, sehr gut gefallen. Sehr gute Übergänge. Und auch, wie es geschauspielert wurde. Also gerade Billy, gespielt von Joe Alwyn, fand ich richtig, richtig überzeugend. Wie man merkt, wie es in ihm arbeitet. Man sieht durch die Augen, wie es in seinem Kopf arbeitet und alles. Und ich fand es einen sehr coolen Film mit einem, ich will jetzt nicht sagen überraschenden Ende, sondern eher einem Ende, wo ich sagen kann, ja, so ist es leider. Mehr möchte ich aber dazu nicht sagen. Ich hatte da eine etwas differenziertere Meinung zu dem Film. Mir war das alles zu patriotisch und so. Und ich fand die Dialoge teilweise so schlecht, also gerade auch von der Hauptfigur, ich sag mal, wo der das Mädel kennenlernt, diese Anime. Auch das, da muss ich echt gleich, Entschuldigung, wenn ich da dazwischen grätsche, aber auch das zeigt einfach auch die Unsicherheit, die der junge Mann da dahinter hatte. Und auch aus welcher familiären Situation ja auch kam und die ganze Hintergrundgeschichte mit der Familie, mit der Schwester. Die also Kristen Stewart. Als Schwester hast du auch nicht leicht. Das hast jetzt du gesagt. Aber nein, wie gesagt, ich fand das ganz cool dargestellt. Also diese innerliche Zerrissenheit, diese Unsicherheit einfach auch dann im normalen Leben. Und er hat ja eigentlich vom Prinzip her hat Billy Lynn überhaupt nullinger ein normales Leben, weil entweder er ist im Krieg und dann ist er zu Hause und dann ist alles nur Show. Und deswegen, ja. Ich würde dann, also wenn wir schon so kontrovers drüber diskutieren, obliegt es natürlich jetzt der Kate, das abschließende Urteil zu bilden. oder jedem Hörer da draußen, dass er sagt, hey, die reden da kontrovers ein bisschen drüber. Der eine sagt hü, der andere sagt hot. Feuerfrei. Ja, ich will das nicht entscheiden. ich fand den schon ganz gut, aber ich finde, er ist so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Ja. Also an sich, die Story war in Ordnung. Ich habe es am Anfang nicht ganz so geblickt, weil ich habe die ersten paar Minuten verpasst. Ich habe es erst nicht so geblickt, warum die jetzt da auf Tour sind, was denn da passiert ist. Aber das löst ja der Film quasi Stück für Stück selber nochmal auf. Ich verstehe den Erik, dass er sagt, das war so zu patriotisch. Aber das wurde ja auch ein bisschen, sagen wir mal, in Fokus gestellt, dass es eben so patriotisch in den USA leider zugeht, wenn es um die
Soldaten geht. Ne? Also die werden da als Helden gefeiert, aber sobald ihre quasi die Heldentour vorbei ist, ist sie entweder die Möglichkeit, sie gehen, suchen sich irgendwo einen Job in, oder sie gehen zurück in den Irak und da hast du einfach keine anderen Chancen und das ist, das wird halt sauber dargestellt. Und ja, also ich fand den alles in allem schon gut, aber wie gesagt, er ist mir zu sehr nur dahin geplätschert. Ja. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Kritik gewünscht an dem ganzen System. Das kam mir nicht gut genug rüber. Gerade auch, ja, da hatte er ja so viele Ansatzpunkte, dass die eben, wie du schon sagtest, Chris, dass die, wo die da touren, weißt du, die wollen sich zwar alle damit schmücken, aber in Wirklichkeit will sich keiner die Hände schmutzig machen. Ja? Die sitzen alle im behüteten Amerika, keiner von denen wird da eingezogen. Letzten Endes trifft es irgendwelche armen Säcke, die teilweise gehen müssen aus Gründen oder halt arme Schlucker, die halt sonst keine Möglichkeit haben, irgendwie überhaupt einen Job zu finden oder irgendwas, die melden sich halt zur Armee. Und letzten Endes, die in Amerika, die profitieren halt gern von diesem Glanz, wenn da irgendwelche Heldentaten passiert sind, aber letzten Endes interessiert es die auch einen Scheiß, die wollen heute irgendwie noch einen Film drehen und da sogar die Leute irgendwie dafür ausnehmen für die Story. Und da hätte ich mir so viel mehr drin gewünscht, so viel mehr Kritik und auch deutlicher zu werden. Also das letzten Endes war es mir einfach zu wenig. Es plätscherte halt wirklich zu sehr dahin und wurde eher so gezeigt, wie sie so drauf sind und irgendwie, ja. Also hat sich auch in den Einspielergebnissen in den USA gezeigt, dass der auch nicht gut angekommen ist, selbst trotz seines patriotischen Posters und sonst was allen und Story. Haben es noch nicht mal die Amerikaner gekauft, den Film. Das will schon was heißen. Ja. Was gibst du da für Punkte? Also die hat er ja anscheinend gefallen. Ich gebe ihm 6 Punkte. Also mehr habe ich, glaube ich, auch nicht gegeben, wenn ich mich recht erinnere. Was ich ganz gut fand, war eben das Wiedersehen mit Steve Martin und mit Chris Tucker. Die habe ich schon lange nicht gesehen, die im Kino. Und ja, die sind ja auch eher für Blödelfilme bekannt, beide. Und blödeln da überhaupt nicht rum, deswegen. Ja. Der Steve Martin als Clubbesitzer von diesem Football-Club war schon ziemlich gut. Exakt. Siehst du? Jo. Ich habe nur ganz kurz was. Und zwar auf Sky läuft jetzt gerade Fast and Furious, da irgendwie die ganze Reihe hoch und runter. Und mir ist nur aufgefallen, bei dem einen Film, das nennt sich irgendwie Fast Five, also der fünfte Teil, der aber nicht 5 heißt, sondern da spielt Gal Gadot mit. Und die heißt wirklich, wir hatten ja letztens überlegt in der Sendung und die war jetzt mal bei irgendjemand zu Gast, bei irgendeinem Late-Night-Talker. Da haben sie die gefragt, wie ihr Name eigentlich ausgesprochen wird. Und die wird Gadot ausgesprochen, weil die aus Israel kommt. Für alle anderen Podcasts auch. Für euch. Also, Gal Gadot aus Gal Israel. Gadot. Aus Israel. Wonder Woman. Genau. Und die spielt mit in Fast and Furious. Ich dachte, hä, das ist doch die Wonder Woman. Hä? Gibt's doch gar nicht. Habe ich geguckt hier, habe ich ja hier die Infotaste bei mir im Satellitenreceiver und da war die nicht aufgeführt. Und da habe ich hier in der IMDb Nummer tatsächlich die war's. Bei Fast and Furious. Hat sie eine coole Rolle. Das ist die, wo sie den Handabdruck brauchen für den Safe, wo sie die in einem knappen Bikini losschicken. Und der Typ haut ihr dann so mit der flachen Hand auf den Po und dann haben sie den Handabdruck. Ist natürlich in Zeiten von MeToo undenkbar, jetzt sowas zu machen im Film. Ja. Gut, ihr habt auch noch was gesehen? Ja, das war heute ein kurzfristiges Ding. Das passt ja. Bad Moms und plötzlich Papa. Ja, wo ich gesagt habe, hey, lass uns doch den mal anschauen. Und nach anfänglich, wurde eine Packung Tempos. Aha. Hätt doch nicht alles. Plötzlich Papa mit Omar Sy und Clémence Poissy und Antoine Bertrand und anderen. Gloria Colston. worum geht's bei Plötzlich Papa? Wir lernen den Omar Sy kennen in dem Film, der wunderschön, also ich glaube, wie heißt er? Samuel heißt er? Sammy, irgendwie so. Genießt sein Leben in vollen Zügen, arbeitet in Südfrankreich am Strand, macht da irgendwie so
Touren mit, ja, Touren mit so Yachten und alles Mögliche. Und ist halt aber auch voll der Partyboy. Also er lässt eigentlich nichts aus, kann man so sagen. Und eines Morgens, an dem Tag, wo er natürlich auch ein extrem wichtiger Kunde kommt, wo seine Chefin auch schon gesagt hat, hey, du musst morgen echt fit sein. Und er ist um eins im Bett und feiert dann noch bis, was weiß ich, morgens durch und landet dann auch mit zwei hübschen Damen im Bett. Eines Morgens steht dann eben eine ehemalige vor ihm, Christine steht vor ihm und drückt ihm mehr oder weniger seine Tochter in die Hand und haut ab. So. Und Samuel steht dann da mit dem Kind und weiß nur, okay, die kommt aus England, rast zum Flughafen, weil er dort auch jemanden kennt, bekommt er noch einen Flug nach London. Und das Nächste, was dann ist, ist, dass sein Geld weg ist, sein Pass weg ist, alles weg ist. Und er steht da, spricht nicht wirklich Englisch, hat plötzlich ein Kind und ist ziemlich auf verlorenem Posten. Und lernt Gott sei Dank Bernie kennen, also Antoine Bertrand spielt Bernie. Der verschafft ihm einen Job als Stuntman und gibt ihm auch erstmal eine Bleibe und alles. Stuntman. Ja, Stuntman. Und man sieht dann eben, wie sich das entwickelt mit dem Samuel und seiner Tochter Gloria, wie das auch so eine richtig schöne Vater-Tochter-Beziehung wird und was die alles zusammen durchmachen. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Eines Tages steht Christine wieder vor der Türe. So ungefähr nach 8 Jahren. Ja. Wie es dann weitergeht und was dann noch alles passiert. Also spielt der Film dann in London, oder? Der spielt dann in London. Ah. Also fängt an in Südfrankreich, spielt dann in London, endet auch in Südfrankreich. Aha, okay. So viel kann man verraten. Ja, ich wollte den Film ja eh mal gucken irgendwann. Den kann ich dir echt ans Herz legen. Also er ist sehr, sehr bewegend. Aber das muss uns jetzt, glaube ich, die Dame in der Runde erzählen oder erläutern. Ja, Mann, ich habe halt geheult. Voll traurig. Das ist keine Schande. Das geht mir auch oft so. Nein. Nee, das ist einfach total... Also ich wollte den Film eigentlich gar nicht gucken, weil ich genau weiß, worauf es hinausläuft. Ja, ich gucke ja sowas nimmer. Das ist wie Krebsdramen, das gucke ich auch nimmer. So. Und ich habe es einfach beschlossen, ich will sowas nicht mehr sehen. Und dann macht der Chris, sagt, komm, wir gucken das jetzt mal. Und was ist? Ich heul mir einen ab. Oh, hat das Kind Krebs oder was? Nein. Es gibt einfach so ein bestimmtes Genre an Filmen oder generell so Filme, die so ein bisschen dramatisch und tragisch sind vielleicht. Die will ich nicht sehen. Heul ich mir zu sehr. Ich steigere mich da, glaube ich, zu viel rein. Egal. Der ist einfach emotional, der Film. Also wir haben hier eine super schöne Vater-Tochter-Beziehung. Der hat auch eine ganz tolle Wohnung, also richtig kinderfreundlich. Und die zwei, die haben einfach einen Mordspaß zusammen. Ne? Und sind einfach ein eingespieltes Team. Ne? Und das, also es fängt halt schon so herzlos an, dass die Frau einfach das Kind abgibt. Ne? Und dann denke ich, ist die bescheuert? Was soll denn das? Ne? Und dann kommt sie wieder und kriecht da quasi zu Kreuze, dass sie alles ganz falsch gemacht hat und bliblablub und will plötzlich ihre Tochter wieder haben. Und das ist da, nee, also so. Und dann ist das alles so tragisch und traurig und dann auch so schön auch gleichzeitig. Und dann, ja, ganz schlimmer Film. Erinnert er fast ein bisschen an der kleine Lord, wo der Kleine da zu diesem Lord kommt dann und dann ja, steht dann auch plötzlich irgendwann mal wieder jemand vor der Tür. Naja, aber hat mich eh interessiert da. Also ich glaube, das ist so einer von den Schauspielern in Frankreich, den man durchaus mal beobachten sollte, was der so in Zukunft noch abliefert. Der war auf keiner Schauspielschule. Der hat, glaube ich, nicht mal einen Highschool, also so einen Schulabschluss. Kurz danach kam, also das, dieses Making-of von Sky, dieses fünfminütige Pseudo-Making-of. Der hat keinerlei schauspielerische Ausbildung, nichts. Das ist einfach so ein Naturtalent. Ja, Quentin Tarantino hat auch keine Regieausbildung. Ja, also wenn man da doch ein bisschen Talent und Interesse hat, dann kann man das schon ganz gut hinkriegen. Jo. Was gibt ihr da so punktemäßig? 8 von 10. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Und eine Packung Tempos. Gebt 3 von 5 Packungen Tempos. Okay.
Keine Ahnung. Bei dem Genre fühle ich das immer so schwer. Na, dann überleg nochmal, ich sag nochmal 2 Minuten was zu Dieses bescheuerte Herz. Ich war nicht im Kino, aber meine beiden Damen hier, also meine Frau und meine Tochter waren im Kino und die wollten aber jetzt hier nichts sagen im Podcast. Der ist aber äußerst gut angekommen, weil ich habe dann hinterher ein bisschen gefragt, wie sie ihn fanden und worum das so geht. Und das ist wohl wahrscheinlich von der Tonalität her ähnlich wie der Film, den ihr jetzt gerade beschrieben habt, so von der Art her, weil da geht es ja darum, dass dieser herzkranke Junge eben mit Elias Mbarek zusammenkommt, der eigentlich eher so ein Lebemann ist und der will ihm dann so seine Bucketlist dann erfüllen und ja, muss wohl extrem toll gewesen sein. Also beide kamen total begeistert aus dem Kino wieder. Das möchte ich nur mal so weitergeben. Vielleicht kann ja jemand, der den Film gesehen hat, in den Kommentaren mal was schreiben noch. Vielleicht ein bisschen ausführlicher. Vielleicht bringe ich ja sogar mal eine von den beiden dazu, hier mal ins Mikrofon mal was zu sagen. Jo, okay, dann sind wir soweit durch mit den gesehenen Filmen, wenn ich das so richtig sehe. Dann werfe ich mal einen Blick, was hier so neu anläuft in Stuttgart und was so in den Kinocharts vertreten ist. Kinocharts und Neustarts. Ja, in den Charts sieht es wie folgt aus hier in Stuttgart. Auf Platz 10 geht Ferdinand stierisch ab. Platz 9 Coco, lebendiger als das Leben. Platz 8 Insidious, The Last Key. Platz 7 The Commodore. Platz 6 Leible und Frisch, Doc Otto Dyke. Platz 5 Greatest Showman. Ich glaube, den muss ich noch gucken, wenn der nominiert wird für die Oscars. Oje, oje. Platz 4, Pitch Perfect 3. Platz 3, Dieses bescheuerte Herz. Also empfehlenswert, ne? Platz 2, Jumanji, Willkommen im Dschungel. Der ist, glaube ich, eher nicht so empfehlenswert. Wundert mich ja, dass der so lange hier. Platz 1, Star Wars, immer noch. Episode 8, Die letzten Jedi. Und mal schauen, was hier so neu anläuft in Stuttgart bei uns. Diese Woche, am 18.01. startet der Film Hot Dog. Eine Komödie mit Matthias Schweighöfer, Till Schweiger und Heino Ferch. Eine Buddy-Komödie mit Till und Matthias als ungleiches Ermittlerduo, das gemeinsam die entführte Tochter eines Botschafters retten soll. Boah. Ist quasi Tatort Reloaded, oder? Ich gucke kein Tatort, kann ich leider nicht sagen. Downsizing startet auch noch von Alexander Payne mit Matt Damon und Christoph Waltz und Kristen Wiig. Science-Fiction-Satire mit Matt Damon als einfachen Hausmann, der sich schrumpfen lässt, um ein besseres Leben zu führen. Doch ist die Mikrowelt wirklich so wundervoll? Also Kate hat es vorhin ja schon mal gesagt, da geht es irgendwie darum, dass eben durch diese Überbevölkerung, die in der Welt entsteht und durch diese fehlenden Ressourcen dann für die vielen, vielen Leute, kommt man ja auf die Idee, einfach die Personen zu schrumpfen und man hat da die Möglichkeiten. Und die Ersten, die das mit sich machen lassen, die bekommen dann irgendwie so ein absolut fürstliches Leben in dieser Miniaturwelt. Klingt irgendwie ziemlich abgefahren. Hätte ich mir gerne das Sneak mal geguckt, ich glaube, so gehe ich da ins Kino nicht rein. Passend dazu läuft der deutsche Film Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. Da sah der Trailer einfach nur furchtbar aus. Den hatten wir vor, ich glaube, Bohnen der Weihnachtsstern oder sowas. Also da wollte keins von den Kindern wollte in den Film rein. Also das ist das die Fortsetzung zu Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft? Ja, das ist irgendwie, die reiten da das Pferd so lange, bis es tot ist. Jawohl, der vorlaute 11-jährige Felix kehrt zurück und schrumpft diesmal seine Eltern. Ja, mit Anja Kling und Axel Stein und so. Die dunkelste Stunde, wahrscheinlich Oscar-nominiert, Gary Oldman, Kristen Scott Thomas, Gary Oldman als Premierminister Winston Churchill. It Comes at Night hatten wir schon in der Sneak Preview gehabt und auch schon ausführlich drüber gesprochen hier in der Sendung. Postapokalyptischer Albtraum um eine Familie, die sich in einer abgelegenen Hütte vor dem Ende der Welt versteckt, doch das Grauen ist längst unter ihnen. Die Beschreibung klingt spannender, als der ganze Film war. Der andere Liebhaber von François Ozon. Und wer ihn kennt, weiß, was er so für Filme macht, zum Beispiel Swimmingpool oder sowas. Doch eher so
schwüle, erotische Thriller und das ist auch so einer. Es geht um eine depressive Frau, die sich in ihren Therapeuten verliebt, nur um festzustellen, dass er ein düsteres Geheimnis vor ihr verbirgt. Die Anfängerin, Drama um die Emanzipation einer Frau, die sich durch das Eiskunstlaufen von der kritischen Übermutter befreit, dabei jedoch erstmal auf die Nase fällt. Boah. Mit Ulrike Krumbiegel. Mhm. Was haben wir hier noch? Läuft der bei uns? Ja, der läuft auch. Das Milan-Protokoll. Deutscher Film, Geiselnahme, Drama um eine Ärztin, die im Irak von Islamisten entführt wird und sich bald zwischen den Fronten verfeindeter Gruppen und Geheimdienste befindet. Oh, läuft auch viel an. Wir töten Stella von Martina Gedeck. Nach dem Film Die Wand verfilmt Roman Pösler erneut ein Roman von Marlen Haushofer mit Martina Gedeck als Ehefrau, die sich eine große Schuld von der Seele schreibt. So. Und, ha, was ist denn das? Schäfer Heinrich, der Film. Der Bauer sucht Frau, Kultstar Schäfer Heinrich begibt sich natürlich auch in seinem Kinofilm auf die Suche nach seiner Traumfrau. Hä? Was ist das? Kennt ihr Schäfer Heinrich? Das ist doch der aus Bauer sucht Frau. Na, das hätte ich jetzt auch noch hingekriegt. Ja, also. Schäfer Heinrich, der Film. Meine Güte, also das war's mit den Kino Neustarts diese Woche. Haben wir sonst noch habt ihr irgendwelche Serien geguckt oder Games? Ich bin bei der The Ranch gerade wieder dran, das zu gucken und feiere das immer noch sehr, aber mir fehlt schlicht irgendwie die Zeit. Ich hoffe, dass ich diese Woche noch ein bisschen was dazu sehen kann. Okay. Und dann natürlich habe ich zuletzt jetzt auch gesehen, die erste Folge von Saber Rider und die Star Sheriffs. Die gibt es nämlich jetzt komplett auf Amazon Prime. Ist das Anime? Ja, das ist von 1987. Ah, ich wusste irgendwie hatte ich das in Erinnerung, dass das irgendwie mal irgendwo lief im Fernsehen irgendwas. Großartig, absolut großartig. Ich kann heute noch den Titelsong auswendig. Ich nicht. Ich fang an zu hüpfen, wenn ich das Lied höre. Das ist total lustig. Aber egal. Aha. Interessant. Wir werden das mal im Kino von der Kinoleitung mal einspielen lassen, wenn du vorne Moderation machst. Okay, dann gucken wir mal. Ha, ha, ha. Ha, was? Ha, ha. I did not. Ha, ha, ha. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. Ja, genau das. Aber wir haben ja auch das hier noch. Rätselecke. Kates Filmrätselecke. Ich bin letzte Woche nicht mehr drauf gekommen. Also der Film, irgendwie hatte ich davon nichts. Ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, aber nee, bin ich auch gespannt auf deine Auflösung. Es hat auch niemand erraten. Oh, das war zu schwer, siehst du? Ja. Ja. Also macht abgesehen davon, dass dann Mike diese Woche keine E-Mail geschickt hat, ich bin ganz traurig, hat der Thomas geschrieben. Meins hat er nicht erraten, deins hat er aber einen Tipp abgegeben. Und zwar sagt er, Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Ja, großartiger Film. Ist auch richtig, ja. Super. Bei mir ist es tatsächlich gewesen, Antarktika, gefangen im Eis. So ein typischer Telefon. Klassiker. Antarktika, Mensch. Ja. Heute ist aber einfacher. Ich glaube, heute, das kriegt wieder jeder raus. Da bin ich bin schon in den Startlöchern. Jetzt schieß mal los, mal gucken. Dann geht's los. Achtung. Ende des 19. Jahrhunderts sorgen mehrere Bombenanschläge in Europa für Angst und Schrecken. Die Presse vermutet hinter den Attentaten einen Kampf zwischen Anarchisten und Nationalisten. Ach, das war's. Ja, mehr kommt nicht. Okay. Ich habe eine Idee. Sag ich dir dann, wenn wir die Aufnahme beendet haben. Genau. Ich habe auch noch ein Rätsel. Die Überschrift lautet Edge, Ausrufezeichen. Das Flugzeug mit den Entführten an Bord lässt sich nicht mehr steuern. Der Pilot und die Crew springen mit Fallschirm ab. Pech nur, dass es für den Entführten keinen Fallschirm mehr gibt. Der Entführte bleibt dennoch am Leben. Aha. So. Ich habe eine Vermutung. Das wäre dann interessant. Aha, kannst du auch dann, nachdem die Aufnahme... Also, liebe Hörer,
wenn ihr das jetzt irgendwie, wenn ihr eine Idee habt, was das für einen Film gewesen sein könnte oder das von der Kate, das Rätsel. Also Kate, die Rätsel kam jetzt irgendwie am Wochenende im Fernsehen oder letzte Woche und meins ist hier allgemein so. Ja, mal gucken. Dann schreibt eine Mail an Kate mit K, kate@kinocast.net und schreibt beide Lösungen da drauf. Jo. Okay, dann bin ich gespannt, was da eingeht. Golden Globes wollte ich mal noch einen kurzen Rückblick machen. Ich habe mir die Sendung angeschaut, fand die sehr, sehr unterhaltsam und tolle Reden. War natürlich geprägt hauptsächlich von dieser ganzen Debatte um diese MeToo-Debatte und es gibt jetzt in Hollywood auch diese Bewegung, dass Frauen genauso viel Geld verdienen wollen wie Männer, was ja jetzt schon in Australien auch so ist und da gab es auch diverse Sachen, da ist irgendwie Time's Up, hatten alle so einen Button dran, also ist jetzt langsam mal Schluss hier mit diesen ganzen Themen und ja, coole Reden gehalten, also wer die Möglichkeit hat, sich das nochmal anzugucken. Es war ja auch James Franco, der hat als bester Darsteller gewonnen für The Disaster Artist und hat dann auch Tommy Wiseau mit auf die Bühne geholt. Chris, hast du es mittlerweile mal irgendwie gucken können? Ich habe es gesehen inzwischen, ja. Okay. Er schirmt ihn ziemlich böse vom Mikro weg. Ja, aber war schon irgendwie cool. Hattest du nur den Ausschnitt gesehen oder hattest du auch vorher Laudatio von... Die Laudatio habe ich auch von Seth Rogen. Habe ich auch. Ja, gesehen. Okay, cool. War schon ziemlich, ziemlich cool gemacht, cool, wenn man das so kennt. Ansonsten, wer sonst so gewonnen hat, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist bestes Drama geworden bei Musical or Comedy Lady Bird. Den würde ich auch gerne noch irgendwie sehen. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe auch gesehen, was mich eigentlich so überhaupt nicht interessiert, wie sind solche Filme wie I, Tonya hier über Tonya Harding hier. Also da hoffe ich mal, dass sie nicht irgendwie ins Oscar-Rennen kommen, weil will ich nicht unbedingt sehen. Ansonsten ist da schon so eine kleine Wunschliste auch so für die Sneaks der nächsten Wochen hier entstanden. Mal gucken, vielleicht schreibe ich die mal wieder in unser Dokument rein, dass wir die mal abhaken können, was noch gesehen werden muss. Shape of Water sah ziemlich cool aus. Hat ja auch einiges gewonnen. Zum Beispiel beste Regie, Guillermo del Toro. Bester Score auch von Alexandre Desplat. Bester animierter Film ist Coco geworden. Der hatte sich allerdings ja gegen solche Filme wie The Boss Baby oder The Breadwinner oder dieser Ferdinand geht stierisch ab. Oder Loving Vincent hätte ich eigentlich gedacht, dass es echte Konkurrenz ist, weil die haben ja da etliche Vincent van Gogh-artige Bilder neu gemalt und haben daraus quasi wie so einen animierten Film gemacht mit echten Bildern. Und das sah ziemlich gut aus, aber ansonsten gab es halt nicht wirklich Konkurrenz für Coco. Ja, ich fand jetzt Coco nicht so stark dieses Jahr. Ja, ansonsten wird es spannend. Ich kann jetzt noch gar keinen Tipp abgeben, wie es für die Oscars aussieht, weil ich habe Three Billboards noch nicht gesehen. Keine Ahnung. Vielleicht wird es sogar Disaster Artist, weil ich glaube, Hollywood, die Hollywood Academy mag eher so Filme auch über die Traumfabrik und es könnte sein, dass da was geht. Dann noch ein kleiner Hinweis und eine kleine Werbung vielleicht auch, aber dadurch, dass ja, also mein Cousin spielt in einer Band in Berlin, die heißen Fat Princess Band und die machen so, sag mal, Crossover würde ich es nennen. Also da ist irgendwie von harten Gitarren bis Rap so alles Mögliche dabei. Ich will sie jetzt nicht mit anderen Bands vergleichen oder irgendwas da nennen, weil ich weiß nicht, ob es dann richtig wäre oder so. Lieber nicht. Aber, liebe Hörer, ihr könnt da euch selber mal einen Eindruck verschaffen, denn sie haben heute, quasi Tag der Aufnahme, 14.01., haben sie schon den ersten Track von ihrem neuen Album mal auf YouTube gelauncht. Und ich würde das einfach mal verlinken. Hört da mal rein, ob es euch gefällt, ob das was für euch ist. Es gibt auch demnächst für die in Berlin sind, eine Record-Release-Party. Da kann man hingehen, da geht's ordentlich ab. Ich habe das schon bei der letzten Platte mal auf Video dann gesehen, was sie da abgefackelt haben. Das war schon beeindruckend. Und vielleicht gefällt es euch ja und wenn nicht, dann habt das halt gehört und wisst jetzt, was es da so gibt. Mir gefällt es ziemlich gut eigentlich, ja. Und der Philipp, der auch mitspielt in der Band, der hat nämlich sogar mal, es schlägt sich der Bogen wieder auch so zur 500. Folge und so, der hat nämlich auch schon mal das Intro und Outro für den Kinocast gemacht, was etliche Folgen lang
lief. Ich weiß bloß jetzt nicht mehr genau, wann das war. War, glaube ich, so, nachdem die ersten habe ich noch selber irgendwie zusammengeschraubt damals, mehr schlecht als recht. Und dann hatte er mir mal mit seiner Band was eingespielt, mit E-Gitarre. Ja, ich finde es vielleicht noch raus, bis die Sendung gepublished wird, dann werde ich mal mit verlinken. Okay, Kommentare hatten wir ja auch einige zur letzten Folge. Der Disaster Artist. Der Thomas Holmer hatte den Film auch in der Sneak, auch in OV. Ah, gibt es anscheinend eine OV-Sneak in Freising, war es, glaube ich. Ein grandios, genialer, oft urkomischer Film. Haut James Franco seinen Protagonisten nicht in die Pfanne, sondern setzt ihm ein absurdes, mitunter berührendes, immer extrem kurzweiliges filmisches Denkmal. Er gibt 9 von 10 Punkten. Wow. Die Steff hatte jetzt den, was schreibt sie hier? Achso, da ging es, glaube ich, um den Film, den ihr gesehen hattet, den mit Gott kann mich richten oder so. Also sie wundert sich da, dass ihr 8 Punkte, aber so ist halt, Geschmäcker sind halt verschieden. Für sie war der Film der größte Schrott. Sie hat ihn am ersten Weihnachtstag mit ihrem Freund in das Sneak in Suhl gesehen. Sie hatte eigentlich auf etwas Weihnachtliches gehofft, aber wurde enttäuscht. Der Weg hat sich ja irgendwie nicht gelohnt. Wurde sinnlos rumgeballert, meinen sie. Alles war irgendwie unlogisch. Und sie kann da nichts Gutes dran lassen. Aber was mich hier wundert, sie schreibt, das geht ihr öfters bei solchen Filmen wie zum Beispiel Atomic Blonde oder Kick-Ass. Finde ich beide sehr, sehr gut. Ja. Und die findet sie anscheinend auch nicht gut, die Filme. Also von daher ist wahrscheinlich wirklich Geschmackssache. Vielleicht würde mir der Film ja auch gefallen, dieser Nur Gott kann mich richten, wenn ich Atomic Blonde und Kick-Ass auch gut fand. Ja. Und anscheinend gibt es bei in Suhl in der Sneak eine Tennisballwertung. Also sie haben da irgendeine Röhre, wo man Tennisbälle reinwerfen kann. Das ist wahrscheinlich so wie früher bei 1, 2 oder 3, wo da die Röhren sind, wo die Bälle, wo man dann am Schluss sieht, wo die meisten Bälle drin sind, in welcher Röhre. Ja, aber wir haben eine Facebook-Gruppe, das ist viel moderner. Brauchen keine Bälle. Metropol-Sneak. Ja, und jetzt kann man auch die Tennisbälle dann nicht klauen. Genau. Weil ich die Idee großartig finde. Wir sind ja hier aus dem Schwabenländle. Wir haben zum einen, wollen wir uns das sparen, hier irgendwelche Tennisbälle da. Und zum anderen ist die Diebstahlsgefahr, genau. Jawohl. Apropos, es läuft auf der Metropol-Sneak Facebook-Gruppe immer noch die Abstimmung zur besten Sneak und zur schlechtesten Sneak 2017. Wenn ihr da noch nicht mitgemacht habt, geht da einfach mal drauf. Der Beitrag ist ganz oben angepinnt. Das heißt, ihr könnt da gerne auch abstimmen, wenn ihr woanders in die Sneak geht, wenn ihr aber die Filme, ihr solltet da schon die Filme gesehen haben, für die ihr stimmt oder gegen die ihr stimmt. Ne? Das wäre nicht schlecht. So, was hat sie hier noch? Okay. Oh, sie hat noch was. Ah, die Steff hatte noch diesen 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri gesehen. Sie hatte vorher noch nie was davon gehört. Sie hat den Titel als solchen erstmal gar nicht erkannt. Aber der war richtig gut und hat ihrer Meinung nach die Golden Globes alle verdient. Da ihr den noch haben könnt, euer Tipp fürs nächste Mal könnte passen, warte ich mit Bewerten noch. Ah, genau. Da hatte ich das nämlich gelesen hier mit den 3 Billboards. Ich weiß zwar nicht, wie das zu On Fire passt, aber vielleicht passt es ja. Wer weiß. Ist da irgendwas mit On Fire? Oder? Nee, es geht doch dann um den letzten Tipp. Dadurch, dass wir haben ja sonntags den Tipp für Montag gesagt. Dann der alte Tipp gewesen. Ach so, der alte. Das war der, wo dann Luna kam. Naja, vielleicht haben wir trotzdem noch Glück. Mal gucken. Mal die Hoffnung nicht aufgeben. Diesen 3 Billboards würde ich gern sehen. Ja, ich werfe mal hier noch einen Blick in die Amazon-Liste der letzten 7 Tage, was da so gekauft worden ist hier. Für alle, die unsere Affiliate-Links nutzen, ist gar nicht so viel. Nur eine CD von Nam Nam Bulu Remind. Ja, vielen Dank an den oder die, das gekauft hat. Und für alle anderen, die den Kinocast unterstützen möchten, damit es auch jetzt nach den 500 Folgen noch volle Kraft weitergehen kann, dann nutzt für eure Einkäufe bei Amazon einfach unsere Affiliate-Links einfach vorher klicken und dann irgendwie das suchen, was ihr eigentlich wollt, und es kostet nicht mehr. Und wir kriegen da eine kleine Provision, das hilft hier für die ganzen Serverkosten und auch Phonik und was da nicht alles so damit zusammenhängt. Ne? Und Chris, gibt es was Neues so im Eishockey? So.
Ja, es gibt tatsächlich was und zwar... Neue Folge aufgenommen. Nein, ja, jein. Also es gibt einen kleinen Rückblick auf eine Folge und zwar war das im April letzten Jahres. Da habe ich im Pausentee-Podcast gesagt, hey, in Richtung Dominik Bittner, das ist ein Eishockeyspieler, aktiv jetzt bei den Schwenninger Wild Wings. Und da habe ich gesagt, hey, also weil den habe ich auch schon in Mannheim getroffen, ist ein extrem cooler Typ. Und habe gesagt, hey, pass auf, wenn ich in Schwenningen einen Schläger von ihm bekomme, was in Mannheim leider nicht möglich war, dann hole ich mir ein Trikot der Schwenninger Wild Wings von ihm. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, ich bin ja selbst Adler Mannheim Fan. Das heißt, das sind zwei Vereine, die, ja, es ist halt eine Rivalität, Punkt aus Ende. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, so wie Stuttgart und Karlsruhe, das wäre zu hoch gegriffen, aber es ist eine Rivalität zwischen den beiden Vereinen. Das heißt, es ist was für mich nicht unbedingt leicht wäre, das durchzuziehen und alles. Und jetzt tatsächlich nächsten Sonntag bin ich dort in Schwenningen. Ich habe mich jetzt dort angemeldet, mehr oder weniger, beim Spiel gegen Nürnberg. Und ich bin mal gespannt, ob das funktioniert mit dem Herrn Bittner, ob er sich da auch noch dran erinnern kann. Also ich kann es mir schon vorstellen und... Das wird also jetzt mal spannend. Das wird auch jetzt die ganze Woche rüber da so ein bisschen in die Richtung mal gehen und dann mal gucken, was da nächsten Sonntag bei rumkommt. Hm. Ob ich dann tatsächlich in einem Trikot der Schwenninger Wild Wings fotografiert werde und ob ich dann wirklich auch eins besitzen werde von Dominik Bittner. Jetzt mal gucken. Also. Oh. Möchtest du, sind wir mal gespannt. Möchtest du mein kleines portables Aufnahmegerät mitnehmen? Eventuell. Deswegen wäre ich eventuell noch auf dich zurückgekommen. Dann sag das doch, weil dann bringe ich das morgen in die Sneak mit. Ja, ich wollte damit warten, bis die Sendung vorbei ist, aber jetzt, wo du es ansprichst, du Erik. Okay, dann werde ich das hier schon mal rauskramen, nämlich, damit ich das nicht vergesse. Ja. Und wie sieht es so mit Olympia aus, so Südkorea, guckst du dann nachher live, wenn das hier nachts, ja, natürlich. Also das nachts wird schon dann... Weil die Gruppe, das ist sehr spannend. Also für mich als Laien, die Gruppe ist ja mit Schweden, Finnland, Norwegen und so doch nicht die einfachste, ne? Ja, also gegen die Schweden und die Finnen braucht man nicht groß nachdenken. Norwegen könnte vielleicht was gehen, aber ich freue mich tatsächlich auch auf die Spiele von Südkorea. Also, also wird spannend, wird sehr, sehr spannend. Wird, glaube ich, ein sehr schönes... Südkorea gegen Nordkorea, das wird was. Ach, das wird nicht passieren. Naja, aber also, Olympische Spiele, also das ist für mich gerade, wenn dann schon hier die... Eishockey-Sache, da läuft, das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, Olympia zu gucken. Es kommt doch dann mitten in der Nacht. Ja. Das ist doch völlig wurscht. Die NHL spielt auch für uns mitten in der Nacht. Ja. Tja. Also, gucken wir dann mal. Könnt ihr alles weitere auf pausentee.net und wie hieß das? Das andere haben wir jetzt auch immer mit verlinkt und runter in jedem Beitrag. Denn der Chris macht jetzt auch noch so ein zweites Eishockey-Projekt. Wo haben wir das? The Fan FM, meinst du? Ach ja, genau. The Fan. Ja, The Fan FM. Aber das. Ja. Reinhören. Das ist was anderes. Okay. Das lassen wir jetzt mal weg. Alles klar, na dann. Ansonsten, wenn ihr uns erreichen wollt, wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel Eishockey oder was weiß ich, dann fragt chris@kinocast.net oder auch Kinofilme. Dann sagt Chris hier, eure Heldentour des Billy Lynn, das geht ja gar nicht hier. ja, alles dahin. Kate könnt ihr auch erreichen, kate@kinocast.net oder natürlich auch so Twitter, Facebook, was sonst noch so gibt. Das habe ich immer jeweils in den Blogbeiträgen mit neben den Fotos verlinkt, damit das alles ein bisschen gesammelt ist. Dann muss ich euch das nicht alles ansagen. Ja, mich erreicht ihr dann auch darüber oder schreibt einfach einen Kommentar oder Twitter oder sonst was. Das kriegt ihr schon hin. Ja, vielen Dank, Kate. Vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Dann sehen wir uns morgen mit einem hoffentlich tollen Film, den wir dann nächste Woche besprechen können. Bis dann. Tschüss. Nochmal Glückwunsch, Erik, für 500. Ja, danke. Und bis bald. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis bald im Kinocast. Ich, bei deinem tippe ich auf den, wie heißt der? Nee, ist falsch. Ist falsch. Warte.
Falsch. Wie heißt das? Ach Mann. Air Force One. Nee, ist falsch. Oh, okay. Ist älter.